Einen wunderschönen, meine Freunde. Und willkommen bei Max Beach Shop. Ihr lacht euch tot. Ich habe gerade eben, ich bin die Kamera ja nicht mehr gewohnt, die kleine, ne? Das habe ich erstmal gerade original, ohne euch jetzt irgendwelchen Scheiß zu filmen, eine halbe Stunde lang meine Innentasche gefilmt. Ist sicherlich geiler Content dadurch entstanden. So, es spitzt sich zu. Wir haben das Thema Bockhörner diese Woche, habt ihr ja schon gehabt. Also erstmal Bockhörner Ultramarkt ist einer der größten Ultramärkte Europas und ist hier gleich um die Ecke. Mein ganzes Leben habe ich dort immer verbracht, wann es war. Ich war immer, jedes Jahr war ich da. Und dieses Jahr bin ich auch wieder da, mit Stand. Wir sind daran vorbereiten, das müssen wir heute auch weiterführen, was wir machen. Aber ich muss auch einen Plan machen, wer welche Karre kriegt. Weil ich habe ganz viele Leute in meiner Familie und da du mit Ultramar ja umsonst drauf kommst, beziehungsweise ich auch ganz gerne Präsenz auf diesen Ultramar meinen Autos zeigen möchte, müssen wir uns halt irgendwas einfallen lassen, wie wir die Karren alle von mir zum Ultramar mal kriegen. Das ist also naheliegend, dass meine Family mit meinen Autos fährt. Tina fährt wahrscheinlich mit dem Polo hier, mit dem 86C, weil der ist von 91, der darf da schon drauf. Bis 1999 darfst du drauf fahren. Mein Schwiegervater Jörg, der fährt mit dem Strich 8. Das passt auch schon mal. Aber so langsam bin ich noch ein bisschen drin. Winnie braucht noch eine Karre. Der hat ja nur den Chromeweg und der ist ja hier zu neu. Der von 2010, der geht nie ein Leben mehr drauf. Ja, also das ist ein Problem. Mein Vater hat seinen eigenen Oldtimer, der kommt selber klar. Da müssen wir schauen. Holgi wollte ja eigentlich auch noch fahren. Den wollte ich eigentlich Fiete geben, aber naja, der hat sich noch nicht gemeldet. Ich schreibe gleich mal eine Nachricht, ob er Wühlenhaupt bekommen will oder nicht. Ja, damit ich jetzt ein bisschen Bescheid weiß. Aber es ist heute ein Plan. Und vor allem müssen wir heute alles fertigstellen, weil morgen früh geht's schon los. Das heißt, heute geht es um die Wurst. Alle Käferteile müssen fertig sein. Jeden kleinen Kram müssen wir einen Tisch besorgen. Weil ich habe mir nichts gemacht. Gestern, heute Abend muss ich noch schneiden. Also das ist das Ding. Ich habe gestern am U-Boot gezockt. Geiles Spiel, Alter. Schock voll. Wir haben mit angefangen zu suchten. Also Zweiter Weltkriegs-U-Boot-Simulation ist genau mein Scheiß. So wie früher Zahlen Hunter. Naja, gut. Habe ich genug erzählt? Ja, erstmal ja, ne? Sehen uns gleich, wenn wir irgendwie einen Platz fassen. Weil heute steht noch ein bisschen mehr an. Mittwoch ist ja hier Wilhelmshaven der Standardtermin, das haben wir unter Wilhelmshaven. Tine fährt mit ihrem Passat und fährt ihn durch den TÜV. Aber der ist zu ölig dafür, weil die Hochdruckpumpe, die ölt noch, die will Jens noch neu machen, die ganze Scheiße. Das Problem ist aber nur, die ist noch nicht neu, deswegen müssen wir die Karre erstmal mit Bremsenreiniger bearbeiten, damit der ganze Scheißbock nicht so verölt unten aussieht von Tine. Deswegen müssen wir den Passat erstmal aufmöbeln, damit der schon mal 2 Jahre TÜV hat, weil der ist mit diesem Monat fällig. Dann haben wir da für eine Backen die ganze Scheiße. Das ist das Ding. Ich will auf diese ganzen Kackbaustellen für eine Backen haben. Und daran arbeiten wir jetzt. Und danach machen wir so einen Käferscheiß weiter. Weil ich möchte auch was verkaufen. Und ich möchte auch noch Sachen in meiner Haupthalle dazu packen, die eventuell in meinen Augen aus 2,50 Mark wert sind, die ich verkaufen kann. Weil ich muss das Geld wieder reinkriegen. So ein Stand kostet über 500 Euro. Die müssen wir natürlich wieder kriegen. Das ist das Thema. Vor allem noch eine ganz, ganz große Rechnung, die ich nicht bezahlt habe. Irgendwo auf dem Schirm, die noch gar nicht irgendwie bearbeitet wurde. Weil wie gesagt, ich habe euch erzählt, ich habe immer neue Nebenkostenabrechnung gekriegt, aber auch rückwirkend und alter Schwede. Wenn da für eine Zahl draufsteht, hat letztens noch im Stream erzählt, so ja, ich habe eigentlich ausgesorgt, eigentlich alles gut, ich komme irgendwie klar mit meinen Gurken und so. Tag später kriege ich so eine Rechnung, Alter. Ich denke, oh Junge, naja gut, das wird aber nicht, das wird auch irgendwie klappen. Ja, also bezahlen kann ich sie jetzt so nicht, das ist so viel, aber das wird trotzdem irgendwie so klappen. Also alles spezial. Das ist nur das, was ich erzählen wollte. Dass ihr Bescheid wisst, dass meine Selbstständigkeit definitiv nicht langweilig wird. Und alter Schwede, habe ich dann eine Keule von Schädel gekriegt. Ja, eine große Keule. Aber die kann ich auch noch raustüdeln. Weil alles davon muss ich nicht bezahlen. Aber einiges. Scheiße, ne? Das ist ein Leben, Alter. Selbstständig sein. Aber ich habe mir ja so ausgesucht. Was soll ich tun? Ich muss da halt durch. Ja, Tine ist schneller als ich. Boah, tut das noch da? Dafür verkauft? Der Vectra kam bald in die große Halle, der ist mich erst nächsten Monat komplett bezahlt. Und hier der ist noch kein Kunde verangebissen für den Renault. Wundert mich eigentlich, war eigentlich gesagt ein schönes Auto. Der Tine schließt das Tor jetzt erstmal auf. Ja, die muss auf Gordons Bühne jetzt. Einmal mal eben kurz gucken, was mit dem Öl da los ist. Weil sonst kriegt er keinen TÜV, weil er halt einfach, der Wagen ölt halt. Er ölt. Und das wissen wir auch, das wollen wir auch beheben, aber nicht jetzt. Wir wollen jetzt aber zum TÜV. Mal gucken jetzt. Jetzt hat er einmal so eine bremsenreinige Kur. Mal gucken, was passiert. Ist aber nicht Sinn der Sache. Ne? Aber der Scheiß, Autopumpe muss neu. Nur halt die Dichtung zu kriegen. Also nicht die von dem ganzen Dichtungssatz, sondern die, wo der am Block angeflanscht ist, der Scheiß, ist gar nicht mal so easy.
Hier ist eine neue Hochdruckpumpe für die Karre. Aber oh, wäre eigentlich Quatsch. Die ist ja nicht kaputt. Mal schauen. Da war der Jens dabei. Das war so ein Jens-Projekt. So, weiter geht's hier im Programm. Bockhorn-Vorbereitung. Und Kamera-Akku tauschen, muss ich auch noch. Guck mal, die coole Kiste an. Die ist auch noch von Klaus. Zur Kamera hier, die ich jetzt gerade benutze. Feier ich. Egal. Erstmal noch Tine. Dann müssen die beiden jetzt erstmal los. Dann fahren die beiden jetzt eben zum TÜV mit dem Auto. Wenn wir Pech haben, fällt da durch wegen Ölverlust. Also 50-50. Dann gucken wir mal weiter, ne? Dass wir mal irgendwie die Bockhorn-Geschichte hier durch haben. Mopeds laufen jetzt, das ist ganz cool. Also eigentlich geht alles, das ist alles ganz gut. Also bisher bin ich sehr zufrieden. Hoffentlich lohnt sich es auch am Ende, dass ich da irgendwie jetzt nicht mega fett miese mitmache mit der ganzen Geschichte. Genießen wir gerade den Friedeburger Sommer, wie ihr seht, und gehen schön spazieren. Ah, schöne Luft. Dafür hat der Powerreiter gegüllt. Also besser geht's gar nicht an Luft. Hättest du das sehen. Naja, ich bin gleich da im Außenlager. Hab den K30 damit stehen lassen und bin gestern mit Gordon nach Hause gelaufen, weil ich wollte den ganzen Kram nicht unbedingt erstmal nochmal in die Hand nehmen. Ich dachte, einen Rutsch und fertig. Ich hatte ein bisschen geupgradet, hab noch hier Kratzer Remover von Action mitgenommen. Das ist so ähnlich wie eine Chrompolitur. Und ich habe noch hier eine Drahtbürste mitgenommen. Die steckt mir in der Tasche und sticht mich die ganze Zeit beim Laufen in der Seite. Weil da kann ich ein bisschen hier ein bisschen sauer machen mit. Aber mal gucken, wie wir die Käferteile noch aufbereitet kriegen. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Mal weiter geht's. Ich hoffe, du bist eins fertig zu sein mit dem ganzen Scheiß. Ich habe noch in Friedeburg ein bisschen was liegen. Also in meiner Gurkenhalle ein bisschen was liegen, wenn ich verwenden kann hierfür. Und halt hier den Tinne 4. Ja, ich will noch ein bisschen variieren, weil haben wir erstmal den ganzen Käferkram, das ist schön und gut. Aber vielleicht ein bisschen was anderes mitnehmen. Das Abhängt aber auch ganz interessant. So, was haben wir denn hier alles? Wir wissen, was wir hier haben. Aber cool, ein Tool ist heute dabei. Habe ich ja gestern schon gezeigt. Wir sollten vielleicht die Tiefbettfelgen mitnehmen. Ich habe nur 3 davon, eigentlich brauche ich 4 davon. Leider, sonst hätte ich auf meinen Käfer geschmissen. Also ich kann die wegtüdeln. Guck mal, eine gute Lichtmaschine habe ich mitgenommen. Hier sieht ihr schon ein bisschen Geraffel. Drehzahlmesser. Hier die alten Türpappen für den Ovali-Käfer. Halt alles, was wirklich auch gefragt ist hier. Käfer für ein neuerer Baujahrtank. Älteres Baujahrtank, das ist aber nicht mehr so rostfrei. Hier eine Kardanbox, eine nachgerüstete. Ist auch nicht mal so mega geil vom Zustand, aber die kriegt man wieder gegurkt. Auch Käferzubehör damals. Halt alles, was man so die unter dem Arm klemmen kann. Ich glaube, alles, was schwer ist, verkaufe ich dann nicht. Motor brauchen wir nicht hinschleppen oder so. Aber ich glaube, so Kleinkram, der so Handkram, geht. Und den Innenausstoff will ich mitnehmen. Also ein paar Sitze. Die kommen zuletzt, die kommen oben drauf als Gewicht und dann kommt ein Netz rüber. War so meine Idee. So, langsam aber sicher habe ich so ziemlich was zusammen hier. Warte. Zeig auf der Kamera, Linse gehabt. Pass auf. Oh, Wischerarme wäre nochmal interessant, 1-2 Stück, wa? Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier am Tüdeln. Ich habe jetzt schon so ziemlich den Käfer vollgeschmissen mit allen, was man so brauchen kann hier. Chromdinger, Radkappen von allen, immer so 2 Stück. Passt so, meiste Verschleißsachen. Hier frühe Kotflügel, die brauchen viele mal, um die umzubauen. Aber habe ich es übertrieben. Zierleisten, den ganzen Eimer nehme ich mit. Den stelle ich dann einfach so auf, schreibe drauf, Zierleiste 10 Euro oder so. Ja, seht ihr hier 2 Tiefbettfelgen, weil ich ja nur 3 davon habe. Aber kann man hinten auf der Achse breiter raufschmeißen, rein theoretisch. Haben wir noch was? Nö. Ja, schon, aber jetzt nicht so direkt jetzt. Schon viel dabei, also 4 Kleinkram vor allem. Ich glaube, in dem Fall, Bockhorn macht Kleinvieh viel Mist, weil alle großen Sachen sind doof. Jetzt mache ich diese Mittelkonsole nochmal fertig, diese nachgebaute hier. Wie schon ist die denn vom Zustand? Weil die geht eigentlich. Von Kamai, Alter, original Kamai. Und dann hier haben wir das fertig. Dann mache ich nochmal 1-2 Sitze sauber. Die wollte ich sauber machen und mitnehmen. Und eventuell die hier. Die sind auch in sehr, sehr guten Zustand. Die mit Kopfstützen und so, die behalte ich glaube ich erstmal auf mein Lager. Wer weiß. Ich mache nochmal einen Käfer fertig. Deswegen habe ich immer nur ein paar Sachen von dem mitgenommen. Aber nicht so themenbasiert. Aber nicht alles. Damit ich immer noch hier alles habe, was ich brauche. Weil ich habe irgendwie den Verdacht, ich habe es in Urin. Ich habe es in Urin, dass irgendwann wieder ganz viele Käfer auftauchen. Und ich dann keine Teile habe. Weiß nicht, ich kenne das vielleicht. Ihr habt das manchmal auch, wenn ihr irgendwelchen Scheiß habt, dass ihr das ein bisschen im Urin habt. Aber ich habe es in dem Fall. Ja, jedes Teil wird mit Hand hier geputzt. Hat Tina und Gordon sind da gerade beim TÜV, Schrägstrich, beim Termin. Jetzt hier gleich weiter, wenn die beiden wieder da sind. Aber ich bin fast fertig, bin eigentlich ganz zufrieden. Ich kann ein Netz rüberschmeißen und dann ist das cool. Dann kann das Zeug wieder rüber. Dann müssen wir den Mopeds auf einen verlassen. Dann sind wir eigentlich fast schon abreisefertig. Ich glaube, ich habe alles. Also vom Ding her. Wieder Staub für Linse. Hier, Armaturenbrett, 1303,
Eine lange Heckklappe ist auch nie weg. Ein Reparaturkotflügel. Einmal grob sauber gemacht, der alte Sitze. Naja, na guck, habe ich sauber gemacht. Vor dir erwarten. Ich könnte auch China geben für den Tornado noch, aber da kann der Typ machen, der sich am Ende die Dinger gönnt. Der muss lieber einen Ultramarkt schleppen. Dementsprechend wird die wieder richtig sein. Die habe ich nach hinten gepackt, die ganzen Anlasser, weil ich will die nochmal eben gleich testen, ob die funktionieren. Ich will da rausschreiben, getestet. Das ist ganz wichtig, ist mir persönlich ganz wichtig, dass die auch gehen. So eine alte Vision hier, glaube ich, diese hier. Guck mal, der guckt, die ist kürzer und die hat noch so einen anderen. Okay, die ist ganz anders gelöst. Keine Ahnung, ich glaube, das hier ist Plus und ich glaube, das hier ist der hier Dingsen, Erregerstrom. Ich fand immer etwas das Tor und probieren das mal aus. Sonst noch mal eine neuere Heckklappe, eine kurze, mit den Kennzeichen dran. Die wird wahrscheinlich nicht so mega gut für verkaufen lassen, aber da habe ich gedacht, mache ich ein Schild drauf. Dann machen wir so einen Zettel dran, hier, was weiß ich, hier Käferteile zu verkaufen. Und hier, ja, die lange halt nochmal, weil die halt cool ist, Alter. Guck mal, so eine lange Heckklappe. Habe ich noch eine von da? Das heißt, ich habe nicht alles von meinem Feuer verschlossen. Vielleicht bauen wir den mal auf alt um. Oder den anderen Käfer. Vielleicht ja den anderen. Oder der andere soll ja die kriegen hier. Mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen tüdelig, aber viel dabei. Nochmal eine originale Abgasanlage mitgenommen, da wir ja nur die nachgemachten haben. Also diese Bosal-Tuning-Geschichte, aber ich glaube nicht, dass die jeder da kauft, deswegen lieber mal noch eine mitnehmen. Und da gucken wir mal. Also sonst habe ich meinen Bestand, hat sich in der Vielfältigkeit nicht groß geändert. Nur viele Sachen, die Verschleißsachen und so, die verdoppeln sich hier halt. Ja, Tino und Gonzo ist auch fertig. Die kommen jetzt wieder zurückgeeiert. Mal gucken, ob die Karre Tüffel kriegt oder nicht. Also Öl, das kann er auf jeden Fall ganz gut. Das könnte natürlich nach hinten losgehen. Weil er wirklich, also der Öl, also jetzt, der Öl nicht nur so ein bisschen. Also wenn du morgens den Wagen nach überstehen, hast du auch einen Tropfen auf dem Boden. Also das ist schon ganz schön hart. Deswegen habe ich das Bremsenreiniger zwar sauber gemacht, aber müssen wir auf jeden Fall beigeben, weil das ist ein akuter Mangel, der muss auch beseitigt werden. Aber Teile habe ich jetzt genug, schätze ich. Das reicht für Bockhorn, definitiv. Ist mehr als letztes Jahr. Und ich gucke dann immer in der Gurken, ob ich noch irgendwelche Bonbons finde, die vielleicht ganz geil sind. So. Deshalb wollte ich die noch mitnehmen, hier diese Reifen hier, weil die von den ganz alten Käfer sind, aber die passen auch auf meinen Kübel. Und nachher fallen eine Felge im Arsch und habe ich so einen nicht mehr. Deswegen kann ich lieber auf Lager behalten. Wenn ich den Kübel im Alltag fahre, besser ist es. Chromringe, naja, kannst du überall raufschmeißen. Ja, sonst weiß ich auch nicht. Ich glaube, es reicht. Brauch nicht übertreiben. So Sachen wie Hauptbremszylinder und so nehmen wir nicht mit. Liegen auch noch ein paar rum. Oder Radbremszylinder, die alle gebraucht sind. Und ich verkaufe keine gebrauchten Hauptbremszylinder. Nachher ist das scheiße und dann steht da irgendeiner und hier baut einen Unfall wegen mir. Das stehe ich nicht ein, deswegen so einen sicherheitsrelevanten Kram haben wir mal gelassen. Komplett. Außer halt Lampen. Das war's. So, ich schmeiße das Netz rüber und dann fahren wir rüber und dann testen wir mal die Anlasser aus. Gut, Netz ist auch drauf. Weil Netz ist nicht vorgeschrieben, sonst gibt es Polizeikontrolle. Und wer hat darauf Bock? Also ich nicht. So, an die Karre, raus damit. Das ist übrigens Gerden, der wir forschen, das ist Gordons Bruder. Ne? Gerden Kercher. Der hat mal geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen. So, schauen wir mal. Jetzt hier mal irgendwie. Ja, Anlasser testen. Sauer machen den Scheiß noch ein bisschen. Also den Anlasser sauer machen. Und dann haben wir gewonnen. Komplett. Ja, der K30 kommt mit der Sauer. Wir wollten zuerst den Anhänger mitnehmen. Den großen, den 2-Achser, den wir letztes Jahr hatten. Den haben wir uns ja ausgeliehen hier von meinem Vermieter, von der Scheune hier. Aber leider, naja, das wird nichts. Wieso, das wird schon was werden, wenn er mal nachfragen würde. Aber ich lade den K30 jetzt nicht nochmal um. Das wäre Quatsch. Dann stellen wir lieber ein Auto mehr auf dem Oldtimer-Markt. Der K30, der ist ja auch Oldtimer. Dementsprechend kann er ja auch auf der Stehen bleiben. Und das ist ja auch wieder ein gutes Zeichen, weil das so ein bisschen repräsentiert, ne? Über den kann man auch einkaufen fahren und so. Finde ich schön praktisch, wenn der da ist. Macht ja irgendwie auch schon seinen Sinn. So, die Scheibe zu machen. Wenn Gordon immer am Dampfen ist, dann die Scheibe mal auf. Das ist meistens eine der nervigsten Sachen überhaupt. Auch mit dem Abschleppwagen. Wir fahren ja Tour zusammen. Der Spiegel muss ich festmachen. Der geht immer zu, wenn ich den zuklatsche, den Scheiß. Na egal. Das hier, so, zack. Da sind die Anlasser für gleich zum Testen. Und dann mal schauen. Auch die 6-Volt-Anlasser. Scheiße, die kriegen ja nicht gnadenlos 12 Volt. Da wissen wir auch, dass die funktionieren. So, hier noch was drin, ne? Den will ich jetzt gerne mal führen mit meinem Projekt, das will ich mal rausholen. Und den übrigens auch, weil die beiden, die sind langsam über. Der hat noch ein bisschen Zeit. Ne? Der hier, den kennt ihr ja alle, der müssen wir mal ins Museum, ein bisschen mehr Fläche kriegen wieder. Aber die haben wir ja aktuell nicht. Ja, dann bleibt alles beim Alten. Ne? Ja, weiter geht's. Licht aus, rüberfahren, Gurke sein. So, Harry ist auch aus dem Urlaub zurück. Er hat auch gleich seinen Staria in den Arsch gefahren, den durfte ich gleich spachteln.
Das kann was werden. Ja, ich habe gerade die Heimfläche gekriegt. Die hinten in der großen Halle. Die neben der Lackierkabine. Das ist schon mal ganz cool. Aber Ticken zu teuer für mich. Also Ticken teurer, als ich ursprünglich geplant habe. Aber ist okay. Naja, auf jeden Fall habe ich die jetzt. Das ist schon mal ganz entspannt. Das heißt, ich kann da jetzt meinen Scheiß abstellen. Das machen wir wahrscheinlich. Mal gucken, ob wir es heute noch machen. Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht nachher. Mal schauen. Ich muss ein paar von den Erich-Kisten nach hinten. Weil ich würde gerne ein bisschen was im Museum umstellen. Und das ist so mein Plan. Alter, ich will jetzt nicht hier vor dem Arsch fahren da. Aber ich will jetzt mit den K30 ans Tor ranfahren, weil ich die Anlasser testen will. Und die Anlasser funktioniert super. Und dann können wir eventuell noch Umräumaktion machen. Das machen wir heute auch. Warum eigentlich nicht? Das war eigentlich, wir haben auch ein bisschen tote Zeit. Jetzt im Autohandel in der Karre anzufangen, macht jetzt ja eigentlich auch kaum Sinn. Wäre eigentlich voll der Schwachsinn. Ich stehe vom Tor. Heute Abend muss der rein, sonst regnet. Willkommen bei der offiziellen Max Speed Shop Anlasser Testaktion. Teststation. Dieser Anlasser hier ist der erste, das erste Opfer. Und ich glaube, dass, ich werde nicht ganz sicher, dass irgendwie ein interessantes Teil auf jeden Fall, dass der hier da Plus hat. Nee, kann nicht. Das Gehäuse, Alter. Das kann nicht sein. Wo ist denn Plus von dem Teil? Das ist Plus. Das ist Plus geführt, das sehe ich. Gehen wir mal hier ran, wa? Da ist Plus, freidrehen tut er und dann ist, wo ist Masse? Masse ist ja eigentlich am Anlasser irgendwo dran, ne? Machen wir hier in die Kappe, machen wir mal einen Deckel dran, gleich gedrückt. Super Anlasser. Na, der hat sich auf jeden Fall tot gelagert, würde ich sagen. Das ist ein kompletter Einlagerschaden. Oder Massefehler. Gucken wir mal. Müssen funktionieren die Dinger, die nicht gehen? Brauchen wir die nicht. Wollen wir die nicht haben. Na super. Fängt schon gut an mit meinen Anlassern, Alter. Was ein Getüdel. Das hole ich erstmal einen Hammer und ein bisschen Öl, aber ich glaube, den brauchen wir nicht probieren. Der sieht nicht gerade zuverlässig aus. Und wenn ich einen Anlasser verkaufe, wird er auch funktionieren, finde ich. Weil es hat so einen Anlasser an sich. Weißt du, wenn der kaputt ist, ist das scheiße. Ich glaube, so ein anderer Bokon-Händler würden jetzt den Anlasser einfach in den Kofferraum schmeißen und trotzdem mitnehmen. Ich schmeiße den anderen jetzt einfach in die Tonne und der kann mich am Arsch lecken, weil nicht funktioniert. Wir geben ihm nochmal eine Chance. Mit WD-40 und einem kleinen Hammer. Aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist. Gucken, wie kernig er jetzt ist. Gar nicht kernig. Oha. Oh. Nicht kaputt. Ich habe da noch keinen Kontakt gehabt. Da vorne an der Dings, wa? Ist okay. Anlasser Nummer 1 funktioniert. Ich glaube, das ist ein 6 Volt Anlasser, weil der auch so mega schnell läuft. Ist da was drauf? Detailnummer 211911205. Keine Ahnung. Könnt ihr mal eingeben. Ich habe gerade nichts dabei. So, hier weiter geht's. Das ist auch ein ganz einfacher Anlasser. Den kann man mal ein bisschen Öl hier vorne ans Lager geben. Das braucht er sicherlich. Das feiert er. Handdrehen tut er gut. Den verstehe ich auch jetzt, weil der hat nämlich einfach nur Masse hier irgendwo. So. Und plus hat der, woher habe ich das Ding jetzt hingepackt? Ach, da habe ich mir am Arm geklemmt. Hier hat er hier an der Schraube, die so schön schraddelig leider aussieht. Oh, guck mal, ist wackelig. Das ist auch kein gutes Zeichen. Ich glaube, den haben sie auch mal irgendwie ein bisschen misshandelt, den Kollegen. Mal gucken, ob er funktioniert. Müssen wir dafür jetzt noch einen Schraubenzieher hier zwischenstecken, um die beiden Kontakte zu brücken. Ja, das ist dann für den Schalter, weißt du, damit der Magnetschalter ausschaltet. Die musst du halt irgendwie schalten. Und das ist jetzt sozusagen, damit simulieren wir das Plus. Weißt du, dass das Plus geschaltet wird von dem Zündschloss.
Let's look. Let's have a look. Jetzt gucken wir. Nix. Das ist das Problem, das Ganze ist halt locker ist. Aber den habe ich mal vorhin schon, wo ich den rausgeholt habe, schon. Mexiko, das ist so ein 34 PS Mexiko-Käfer-Anlasser. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier anschließen und den Magnet schon da brücken, geht der. Pass mal auf. So. Machst du dran? Junge, jetzt fährt er gar nicht am Leben. Der ist ja auch tot gestanden, der Scheiß. Der wird schlecht eingeladen. Junge, Alter! Der ist im Arsch. Oh, hier, guck mal! Oh, gönnt ihn euch! Na, den haben sie auf jeden Fall mal. Der ist am Arsch. Schau, der original Bosch-Teil. Sicherlich auch regenerierbar, aber bei mir ist so, ich habe da haufenweise von. Fakt auf jeden Fall ist, dass der Anlasser schon mal nicht gut war. Das ist ein beschissener Anlasser. Na komm, der nächste bitte. Oh, dafür sieht der hier besser aus. Der hat nicht so weit unten gelegen. Der ist hier noch in Ordnung, schätze ich mal. Gucken wir. Alles Lagerkram. Der ist seit 20 Jahren eingelagert. Was willst du erwarten, dass der Kram sofort funktioniert? Eigentlich erwarte ich das schon, aber das ist eine andere Geschichte. Komm, wir machen mal. Saft drauf. Masse dran. Mal gucken, was der sagt. Die Anlasserschmiede, Alter. Junge. Scheiße, hier ist der Massefred. Ah, rückt auf jeden Fall schon mal noch aus. Aber der ist auf jeden Fall ein bisschen. Der ist sogar kein Starrer. Der andere sagt, der ist starr. Der dreht hier einfach nur und fertig. Der andere drückt richtig aus. Warte hier, guck. Und Prädikat getestet würde ich jetzt nicht hier reinschreiben. Top Anlasser, bester Anlasser überhaupt des Lebens. Junge, Junge, Alter. Die brauchen erstmal richtig sauber gemacht werden, müssen die Kontakte. Wird die überhaupt irgendwie ins Leben kommen. Was eine Scheiße, echt. Aber den Anlasser kannst du keinen Krieg gewinnen. Das ist für der Schrott. Wo geht der an? Immer geht wieder rein raus jetzt. Kann aber ein Kontaktfehler sein am Pluspol, dass der Kontakt schlecht ist, ne? Guck mal, der ganze Kontakt. Hä? Kartonfirma, glaube ich, ne? Oh ja. Hier, die Kontakte. Immer schön zusammen da auf Ladefläche legen, plus und minus, das ist so eine Sache. Oh, der hat ja keinen Kontakt, der ist ja hier, guck. Ah ja, okay. Das haben wir gleich. Brutzen. Zwei habe ich hingekriegt, die anderen kannst du vergessen. Ja, scheiße, haben wir die falschen anders aus den Kisten genommen. Haben wir noch ein paar bessere. Aber naja, ja, die kommen. Die kann man nicht vertreten. Die anderen beiden laufen eigentlich ganz gut. Der Kleiner läuft gut, den wir zuerst hatten. Der hat sich jetzt echt wieder eingegroovt, so ein bisschen in sein Leben. Der hat wieder voll Bock. Ne, und der andere hier, naja, weiß ich auch nicht. Aber das können wir so nicht rausschicken. Die denken, die müssen wir dann mal weggehen. Das Ding ist sehr heiß, aber der hat über Dauerbetrieb. Schön gängig der wieder ist. Guck mal, wieder Leben drin. Ja, halt alles alte Scheiße, die irgendwo rumgelegen hat. Ne? So, wir müssen im Lager nochmal gucken, ob ich irgendwas finde, dass wir vielleicht nochmal so mitnehmen können, was ganz cool ist vielleicht für sowas. Aber wir sind wieder Recycling dran. Der Vermieter hat einiges Zeug weggeschmissen und tatsächlich ziemlich gute Läufe fürs Museum. Perfekt, Alter. Für ihn. Der kann da hin, wo der Fury und so steht. So, ein bisschen Platz geschaffen jetzt hier. Weil die neue Fläche ist ja diese Fläche hier jetzt. Da können wir halt ein bisschen was tüdeln. Problem ist aber nur jetzt, eigentlich müsste der Zaun weg, aber da haben wir heute die Zeit nicht für. Dann machen wir mal irgendwie unseren Abend, wo ein bisschen Zeit da ist. Jetzt, wenn man eben so zwischendurch ist, ist das doof gelöst. Wir wollen auch hier erstmal Platz von dem Museum haben. So, ein bisschen hier verteilt. Das wird schon besser. Ja, warte, den drehe ich dann durch hier, diesen hier. Ah, perfekt.
So, was machen wir denn zuerst? Was stellen wir denn zuerst irgendwo hin? Willst du Sachen, die cool sind, müssen nach vorne, würde ich sagen. Die Ente sollte vorne stehen. Definitiv. Oft Interessenten. Finde ich auch, das ist ein Fakt. Das ist schon mal eins. Den 440er nach vorne. Den 24er meinst du? Ja, Entschuldigung. Oh, guck mal, der anspringt. Bin ich gespannt. Das steht auch schon wieder ziemlich lange rum. Aber das hat ihn nicht gut getan, das Rumstehen. Das ist Fakt. Das ist dein Onkel. Genau. Das ist ein Argument. Alter, ich kann dir erklären, warum einer unten Räder angeschraubt hat. Ich kann mir dir wetten, dass ein Reifen platzt beim 44er. Oh ja, das kann ich auch. Glaube ich auch. Und die Jacke muss ich mal ausziehen, weil da wird ganz schön warm jetzt. Wetter ist heute ein bisschen besser, ne? Also hat sich wieder einiges zum Positiven gebessert hier. Bochum wäre gut. Also Wetter, Temperatur super, wenn das nur nicht regnet. Genau, das reicht schon. Bochum, finde ich auch. Weil Samstag, meint Tine, da kommt irgendwas mit Regen, wenn wir Pech haben. Wenn es mal ein paar Stunden mal regnet, ja, meine Fresse. Dann regnet es mal am Tag. Das einzige Gute ist, dass wir nicht im Klappweg schlafen müssen oder sowas. Ja. Ja. Ja, beide, wir haben zwei Camper da. Ich meine, vielleicht besser pennen als wir, kann man da. Ich glaube, da sind wir bei den Top 10 hier im Bockhorn. Ja, Mann. Das ist echt fürstlich. Das ist wie angemessen. Angemessen war König, der König hat gesprochen. Eventuell noch mal einen Teppich auf den Speer hier. Ich habe noch einen ganz riesengroßen Teppich da im Container gesehen. Aber was ist vielleicht für das Museumsding so das Letzte? Bitte mach mal Licht hier vorne an. Ich wollte fast sagen, der Porsche, der BMW und die Ente da vorne. Ja, würde ich auch sagen. Das sind so die Highlights. Und die Trabis, die stellen wir da hinten. Einen davon müssen wir, glaube ich, schieben. Das ist, glaube ich, der P60. Weil der ist eine Sicherung kaputt. Die fliegt immer wieder raus. Das andere müsste eigentlich auf Achse fahren. Ah, klar, einfacher, ne? Ich fahr mal eben den Zettel da drauf. Und dann der Fübi, den können wir ja gleich. Obwohl, der Fübi ist auch raus, weil so den Trabi sollen wir ja zuerst machen, ne? Wenn der Porsche nach vorne soll. Und der schreit nach Luft. Was ziemlich doof ist, weil wir haben hier keine Luft hier hinten. Haben wir alles hier hinten, aber keine Luft. So, erstmal muss er hier aus dem Weg. Hilft alles nichts. Wir machen jetzt mit einer Umräumaktion. Damit wir die Fläche wieder selber nutzen können vorne. Das ist schon eine Sache, die belastet mich schon ein bisschen länger. Bart? Vergaser ist leer. Halt immer länger steht. Im Fenster zu machen, weil der Fenster sieht nicht mehr ganz so gut aus tatsächlich. So, nächste bitte. Von links soll die neue Fahrbereitschaft hin. Alles, was man so fahren kann, dass man das halt so mitnehmen kann von da. Oh, Ente ist glaube ich immer auf. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, die ist immer so ein bisschen auf und die kann man so aufheben. Jo, kann man auch. Der Kabelbinder da unten hängt. Der McFlurry, Furry. Vergaser leer. Hat die so ziemlich vom Sound her beschissensten Dinger drin überhaupt. Das müssen wir echt nochmal im Auspuff bei. Was sag ich immer wieder? Da wetten der fährt in 20 Jahren noch so rum.
Übrigens ist der nicht kaputt, der klingt so, weil der Auspuff so scheiße ist. Auch ein Auto, was ich einfach nur 7er eingetragen habe, was ich aber, die ich nicht gerecht geworden bin bisher. Der D-Max Wartburg. Der steht jetzt auch nur doof rum und läuft nicht. Wir brauchen ein bisschen Bremsenreiniger gleich. Sieht eng aus. Ja, ja, der wehrt sich. Weil das alles so klappt, mit der, wenn ich meine, mit dem Fahrzeug andersrum hinstelle, dann kann der Strich 8 auch in die Reihe, weißt du? Dann haben wir ausnahmsweise habe ich nichts kaputt gemacht. Ich bin stolz. Ich war noch nie so stolz geworden. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen zum Sprühen. Weil der muss, beim Wappo ist das Problem, Kaltstart feiern die nicht so, weil Vergaser leer ist. So, dann. Ich will noch nicht direkt mit Bremsen rein hier daran rumsprühen. Ich würde sagen, lass ihn erstmal laufen. Schok mal raus, schok mal rechts, in der Mitte. Dass erstmal, auf Saft kommt. Halb raus reicht bei den Dingern, glaube ich, auch schon. Bei dem war es auch so. Jo. Guck mal, war gar nicht leer, die Batterie. Ich habe die nur abgemacht zum Testen gerade. War gar nicht leer. So, genug gedreht. Komm, Kleiner. Ja, ich muss noch mal, ich habe mir ein bisschen ange... Weil zu viel Bremsen war nicht als Scheiße für so einen Motor. Der Sprit irgendwann kommt. Der Gas ist nämlich leer. Jo, da kommt er jetzt, der Sprit. Jetzt kommt er langsam. Ja, Sprit kommt. Welcher Sprit da? Ah, kleine Anlasserpause. Oh, genug Pause. Oh, Sprit ist da. Das will ich übertreiben, vor allem, wenn wir lange gestanden haben. Dann kommen wir den Motor. Nicht so viel! Kann nämlich sein, dass der Spritzig getrennt hat vom Öl hinten, weißt du, im Tank. Muss jetzt eigentlich Leerlauf haben. Von dir weg, oben, ist der erste Gang, glaube ich. Hat er einen Platten? War zu dir hin, oben? Zu dir hin oben, mach mal. Der war das. So rum war das. Ja. Also platt. Ich würde sagen, so nah wie geht, dann krieg ich 8 Grad, wa? Und dann Luft drauf. Bei dem Wagen bin ich echt bisher noch nicht gerecht geworden. Was so schade ist, weil es ein schönes Auto ist. Das müssen wir mal fertigstellen. Weil der auch schon total gut fährt, ne? Eine Bremse ist nichts mehr, aber sonst fährt der. Hammer Auto, ne? Ich liebe Wartburg, Alter. Ich finde die Dinger so geil. Diese 3 Zylinder da drin und dann der Klang und so. Ich finde, das kommt so nah so ein V8-Zaun dran. Wie so klingen, wenn die so im Leerlauf vor sich hin tüddeln. So boing, 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 boing. So, jetzt kommt ein Kandidat, wo es ein bisschen schwerer ist, den zu starten. Weil wir haben hier einen Porsche 924 mit der
berühmt-berüchtigten Katatonik. Eigentlich auch ein sehr gutes Auto. Aber hier steht halt auch seit einem Jahr jetzt rum. Aber Batterie ist abgeklemmt. Der hat auch einen Platten, den müssen wir auch ganz langsam vorfahren. Bis zu dem hier, bis zum Strich 8. Beim Strich 8 ist nämlich, lauert nämlich der Dings hier, der heißt das heute nochmal. Da lauert nämlich die Luft. So, mal gucken, ob er anspringt. Ist auch ein geiles Ding, so mit Schottenkarro. Würde ich damals mal verkaufen müssen an Erich. Ich bin so fett für ihn nochmal, da komme ich gar nicht rein. Das ist schon wieder scheiße. Aber ich krieg ihn auch so an, glaube ich. Warte, ich muss von der Beifahrerseite. Ich glaube, ich bin auch so ausgestiegen beim letzten Mal. Einfach ohne Gas. Warte mal, gucken, was passiert. Wahrscheinlich gar nichts, weil die Batterie noch abgeklemmt ist. Ist das der hier? Mit einem VW-Schlüssel springt der Handlicht am besten an. Das war noch so aus den Zeiten, weißt du, wo man alle gesagt haben, sind keine richtigen Porsche. Mittlerweile haben die sich ein bisschen etabliert, die Autos. Aber, da haben wir auch so gesehen, hat jeder Typ, der die Kiste besessen hat, immer irgendwas herumgetüdelt. Zum Beispiel jetzt hier, haben sie hier das Porsche, den Porsche-Schritt so nachgemalt, weil das ist ein Porsche. So, dann müsste eigentlich relativ schnell laufen. Ich habe ja noch die Katatonik gebrückt, damals. Pumpe höre ich, läuft auch gleich. Das ist schon mal geil. Ja, läuft jetzt halt, aber ich muss aber mal reinhüpfen. Im Fahrersitz. Das bringt ja nicht richtig an. Ich muss Gas geben. Das sind ja immer Freiblasen, den Kollegen. Das ist in meinen Augen ein total unterschätzter Oldtimer. Porsche 924. Ja, der braucht ein bisschen Drehzahl. Wegen dem Kaltstartventil. Freiblasen jetzt. Jetzt läuft er. Sind alle Töpfe da. Geil, ne? Schalter für ein Kaltstartventil, da kriegst du so in der Katatronik. Kalt und warm, jederzeit an. Das ist eine ganz coole Erfindung. Ein ganz cooler Trick. So, einmal zur Luft. Oh oh. Ja klar. Bremse hängt. Oh Junge, Alter, die hat echt gehangen. Oh oh, jetzt haben wir das Rad. Zurück. Das geht. Die stehen hier echt scheiße, die Autos in der Ecke da, weil die Ecke hier nie benutzt wird. Ganz langsam fahren, ich will die Reifen nicht rammeln. Schlauch liegt da, Pistole hängt am Rohrbohr. Oh, läuft schön, ne? Kann man nicht meckern. 100%iger Mauerlauf. Schön, dass er die ganze Zeit gerade gestanden hat. Ja, ja. So da. Staubig, genau. War ein bisschen Aufbereitung, die ganzen Kisten. Hier, der Fahrer sitzt ein bisschen verschlissen, seht ihr in den Seiten hier. Das ist so falsch, an den Platten zu fahren, ne? Ja, ja. Du denkst immer gleich, der fällt auseinander, ne? Von dem Geräusch allein schon her. Aber steckst ja nicht drin. Aber die Batterie hat immer einen Bock gehabt. Dann kann ich fahre gleich in die große Halle. Die können wir ja zuletzt hinstellen, da vorne dann. So, jetzt wieder alles perfekt. Schön frei, rollt gut, Bremse bremst. Ja, da stand halt immer nur Scheiße in der Ecke da. Das ist ein bisschen doof für ihn.
Aber perfekter Motorlauf. Läuft super, der Motor. Ich muss sagen, der Stehen doch ganz gut verkraftet, der Kollege. Staubig sieht er aus, auf jeden Fall. Bremse? Ja, Bremse ist auch da und keine Rostspuren auf der Bremse. Die sind keine Geräusche. Das heißt, das ist schon mal ganz cool beieinander. Scheibenwischer hat auch Bock. Weil jetzt wendet er zusammen von einer Halle in die andere. Hier ist auch Teil unserer Ausstellung am Museumstag. Aber wir haben halt die Fläche jetzt sozusagen eigentlich ist das Erichsfläche. Ich nutze sozusagen mit und verwalte den ganzen Platz so. Aber wenn man es ganz macht, ist auch nicht Erichs sein Kram. Hier ist mein USB-Stick drin. Schon ewig, mein Jet-USB-Stick. Ha, geil. So, gucken wir mal. Das kommen wir später dahin. Das ist jetzt noch nicht die Phase. Ich muss jetzt noch nicht. Das ist ein schönes Auto, guck mal. Schon so mit Turbo-Lackierung. Unten abgesetzt in einer anderen Farbe. Auf Turbo angespielt, ist übrigens Glanzlack. Und hier vorne die Turbo-Front. Der hat schon was. Schon eine geile Karre. Für 924 so, das ist der schickste, den ich jemals hatte. Also halt für die Zeit, bis ich den halt in Anführungsstrichen verkaufen musste. Dann hat Erich mir echt aus der Scheiße geholfen damals. Und jetzt haben wir die Dinger halt, er hat die halt am Hals, ich hab die am Hals. Und hier, ich fährt sie halt nicht. Das ist halt schade. Den konnte ich so anmelden und fahren. Das ist ein ziemlich geiler Daily Driver, so ein Porsche. Aber mal im Ernst, was willst du damit? Er hat zwei Autos und ein drittes fährt er wahrscheinlich auch nicht. So, der nächste Wagen läuft schon, das ist der E30. Der geht auch nach hinten, weil den habe ich letztens auch an Erich verkauft, um so ein bisschen was zu refinanzieren für die Plymouth Fury Geschichte. Kannst du machen, ist okay. Ich muss ja die Ente fahren. Ja, nee, Ente will ich mal lernen. Kannst du ja nicht. Aber ich will lernen. Das kann ja dauern. Ich will ja lernen, wie du. Das ist so einfach. Aber die muss auch ganz vorne, weil die will ich mal fahren tatsächlich. Bist du schon mal R4 gefahren? Nee, ist das gleiche, ich weiß, aber natürlich nicht. Nee. Ich habe zu Renault nicht viel Kontakt gehabt in meinem Leben. Außer halt, dass ich Autohändler bin und Plastik-Renaults verkaufe ab und an mal. So, mein Polo, der hat auch bald wieder so ein Abstellglas. Das mit meinem Platz, wenn ich mir so geplant habe, hier alles so passt, dann haben wir ganz viele Autos vom Abstellglas gerettet. Der Tüller wird gerade abgeholt, der Avensis. Der Avensis woanders hin. Unser neues Zuhause. Ah, der ist er doch. Ich hasse es, wenn Schaltknöpfe sich verdrehen. Kennt ihr das? Wenn irgendwelche Leute fahren, sind sie andersrum. Oh, kriegt die Krise bei. Klein ist er. Das darf nur nicht schalten. Ich hätte eigentlich zuerst übersteigen müssen und dann die Karre. Oh, oh, und dann die Karre starten. Wäre schlauer gewesen. Wäre die Gefahr, dass ich einen Gang reinhämmer, nicht ganz so groß. So, schon mal fertig. Da vorne ganz easy Nummer. Der kann auch vorne stehen bleiben, wir kommen nachher in die Halle. Machen Sie das bitte woanders. Guck mal hier, der Teppich. Ja, den habe ich gerade. Den müssen wir auch noch mal hier absaugen nachher, bevor wir da Karren reinstellen. Nee. Der Teppich hier, der hat sich ganz gut gehalten, oder nicht? Ja, den hat ja auch nicht eigentlich stehen gehabt. Nö, alle nicht. Also, ja, Quark. Einziger Auto, wo ich noch nie die Scheidung verstanden habe, Alter. Sag ich dir, wie es ist. Habe ich noch nie verstanden. Mach jetzt mal. Hä? Einzige Wagen, wo ich noch nie verstanden habe, wie die Tür aufgeht. Hier. Komm doch, die kenne ich schon mal. Das ist, glaube ich, Handbremse, ne? Das ist Handbremse, das ist Schok. Und das hier ist hier irgendwo. Wie die runtergeht. Beide Beine in dem Ding hier. Beide Fettsäcke, Alter. Oha, Türspalt kann er. Schok, das ist ja. Ist am Leuchten. Das ist ein Leuchtschok. Vergaser leer, weiß ich mal. Oh, das wird gleich kommen. Das ist eine Ente. Das ist eine Ente, Entenlauf. Dann machen sie Quark, Quark und dann geht's Rente los. Und dann schwimmen sie los. Aber wir locken schon mal da. Ja. Könnte eng werden. Jetzt geht die Batterie. Ah, er hat's. Jetzt. Letzten Drücker, Alter. Quack, 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 quack. Na, schon brauchst du noch. So, wir müssen den ersten Gang finden. Die Fenster, Alter. Klick.
Zack. Thema erledigt. So, das ist ja der Denksen. Ganz rein. Rein. Falsch. Mittelstellung erstmal. Hab ich. Und hoch vorne. Nein. Ja, jetzt nach vorne. Das müsste erst bleiben. Oha. Deutsche. Da brauchen wir gar nicht hin. Oh, ich war zu weit. Warte, wieder auf Null? Nicht ganz so weit. Achso, die rutschen so rein, die Gänge. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Oh, okay, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Warte. So ist Rupp jetzt. Das muss der dritte sein. Mhm. Dann muss ja der erste raus sein, ne? Erste, zweite, dritte, vierte. Das Rupp jetzt wieder. Ja. Professor, habe ich mal bewiesen, dass ich das kann. Sein. Aber der zweite ist ja auch schon mal der erste fast. Mhm. Ja, das ist es. Das Problem der Gänge ist einfach, legst du halt nicht so richtig ein bei dem Ding, weißt du? Ja, die musst du nur so in die Richtung drehen, so ein bisschen. Alter, ist Pistolenschaltung. Warte, Renault. Also F4. Das ist nicht so bei den Dingern so. Aber läuft gut. Sag mit der Welt. Ja, ist halt schön, ne? Oh, das ist halt wirklich schwer, das sieht wirklich gut an. Kann man nicht meckern, finde ich ist auch. Ist aber nur ein Zweizylinder, ne? Deswegen. Das war doch ein Boxer, ne? Das ist der Boxermotor, ja, ne? Ja. Plus ja, gut, ja, ne? Genau, ja. Ich glaube ja. Technik ist ja ganz cool, finde ich auch. Die Technik hat was, ne? Ja. So, und das ist auch so eine Augenblick in Afrika fahren würde. Das ist so eine Gurgelkette, passt wieder auch mal in der Welt. Die Dinger laufen, wenn die laufen, laufen die. Ist ja auch so Pennen drin und so muss da auch gehen. Ja. Aber ja, ich habe jetzt immerhin verstanden, wie das funktioniert mit der Schaltung. Die Dinger auch voll. Ich mochte die schon immer gerne. Guck mal, wenn du so bist, dann ist das hier, raus, da ist der erste. Nee, warte. Ja, muss ich nach vorne schon ziehen. Ja, ein bisschen. Ich will mal üben. Nee, zieh mal. Mach ihn einfach mal so. Ja. Okay, pass auf. Einfach so. Das müsste der erste sein. Das musst du mal raus. Ich denke, der muss drehen. Okay, und das ist da. Ach, das ziehst du einfach nur rein raus. So, so. Das ist aber der zweite so gewesen jetzt, ja, oder? Ja, das erste. Nee, doch. Zweite würde ich sagen. Nee, das ist der erste Mal. Zweite ist dann hier. Dritte ist da, vierte ist da. Aber er läuft gut. Bremst er auch? Bremst auch. Währenddessen die Mittelarmlehne, rutsch. Gut. Achso, musst du wirklich nur so. Versuch mal hier. Zieh mal hierher. Guck mal hier ganz. Guck mal, was das jetzt ist. Das ist der erste. Das ist der zweite. Zweite, dann ist das der erste. Das ist der erste, wie gesagt. Aha. Ja. Ja. Was genau? Wie viele Gänge hat der? Drei? Vier. Vier Gänge? Ja. Also fünf. Fünf Rückwärtsgang, ja. Okay. Dann verstehe, wie das funktioniert. Also Ente fahren habe ich noch nie gehabt, aber das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Ja. Weil er wieder einfedert, komm! Die soll ja kippen. Ja, Wahnsinn, ne? Und die so langsam gefahren. Stell dir mal vor, du fährst schnell. Alter, oh. Alter Schwede, ey. Ich hab mich aus Versehen festgehalten. Komm mal eine Runde. Dass wir mit der Ente warm werden. Alter, das Federverhalten ist halt total geil, ne? Festhalten, Alter. Nirgendwo, nee, das ist. Ich mich aber gerne festhalten. Hier stirbst du nur auf wie ein Mann, wenn du das Ding hier fährst. Halt mich hier oben fest. Drück mich in den Sitz. Ja, du wackelst, Alter, dann sitze ich auch wirklich auf dem Schoß. Hast recht. Das ist aber auch ein geiles Gefährt. Ist geil, ne? Finde ich auch witzig. Absolut geil. Hicky, guck nur, die beiden. Ich kann es gar nicht glauben. Die scheiß dich nicht. Was machen die schon wieder da? Die Vögel da wieder. Quack, 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 sagt sie. Quack, das ist lang. Quack, das ist vorbei. Junge, wieder einfädeln. Alter, Alter, die Schieflage. Oh, das ist ja normal. Du würdest ja nicht denken, dass es normal ist. Nein, das ist normal, das Ente. Ja. Das Fahrwerk ist ja, die soll ja eben, die soll nicht umkippen. Nein, angeblich. Haben sie mal Werbung von gemacht? Angeblich kippen wir nicht um. Guck mal, wie sie läuft sonst. Leerlauf ist gut.
Sieht gut aus. Den machen wir auch wieder aus, weil die hat eben Saft gehabt. Ja, die Batterie tot. Ja, die Batterie ist im Arsch. Gut. Schieben. Ja, nee, die war, die wird immer, die wird immer schon Freder, die Batterie. Ja, wir können die auch schieben. Eine Bremse hängt ein bisschen. Das ist ja kein Panzer. Schieben macht bei dem Ding Spaß. Ja, aber das wäre nicht so. Die eine Lücke müssen wir lassen für den Abschleppwagen hier. Ja, dann haben wir nämlich auch immer eine Lücke, weißt du, wo wir die hier, wo wir dann immer hier rein und rausfahren können von der Kabine. Das ist eigentlich doppelt praktisch. Genau. Jetzt kommt Marco, sein alter Trabant 1-1. Der hat auch Halle 77 Historie. Kennt viele gar nicht mehr. Das war das erste Auto, was ich mit Marco mal gedealt habe. Mittlerweile aber auch Erich seiner. Wie gesagt, den habe ich damals vertüdelt mit Erich. Damit ich mir anderen Kram leisten konnte. Was meinst du? Batterie jetzt Saft? Oder was meinst du? Aber wir gucken mal, ne? Mal gucken, was passiert. Die Kennzeichen lagern wir mal ein. Also Musik ist schon mal keine drauf. Ich gucke, ob der Batterie dran ist, die abgeklemmt ist, können wir vorstellen. Das haben wir damit damals gemacht. Nö. Das ist ärgerlich, ne, da muss Strom dran. So, der kann er nach hinten in der Reihe. Die kleinen Autos nach hinten, die großen nach vorne, würde ich sagen. Hier, Ersatzrad von dem Toyota. Der kann auch wieder nach Hause jetzt. Der Toyota. Der kann wieder ins Museum zurück. Der MR2. Guck mal, was er sagt. Ja, Musik ist drauf. Das ist ein bisschen dauern, weil Vergaser leer ist. Wir sind schon mal da. Filter 40, sagst du. Eine mechanische Benzinpumpe für den Arsch, ne? Schoniger Pumpe. Tüdelt gerade rum. Vergasermotor. Das ist wie der andere 1-1, der blaue, so ziemlich. Ein bisschen was sprühen vielleicht? Hier, da liegt es drauf. Hier, kannst du so drauf. Sehr praktisch. Ist nicht mehr viel drin im Spray, aber wenn es gerade hält, kommt was. So, kleiner. Kommt eine Schoniger-Pumpe. Das ist Bremsflüssigkeitsstand. Nicht wundern. Herr Marco auch schon, dass er ein bisschen Gesicht hat von dem Zeug aus den Schläuchen. Sprühst du nochmal? Drehzahl kriegen die Kiste. Der Tank ist auf jeden Fall fast voll, das weiß ich noch. Machst du die Batterie ab, die große? Die bremst ihn aus. Machst du die Batterie eben ab? Die Batterie, die große, Lichtmaschine, die schafft das nicht. Hab ich doch. Achso, okay, hab ich gesagt. Da habe ich nichts gesagt. Was wir noch machen können, ich habe von der Firma Bactolin nochmal ein Bactolin geschenkt gekriegt. Weißt du noch? Dieses Benzinstabilisator-Zeug bei dem Benzinverfall da. Lass mal auf die ganzen Kisten, die wir jetzt wegstellen, von Erich mal draufkippen. Warte, ich habe noch eine Dose mit dem Zeug hier stehen, die hat schon vorher gehabt. Da vorne. War da nicht auch Öl bei? Ja, glaub schon. Da müssen die, muss ich noch mal Pakete machen, muss ich eh noch machen. Also das bin ich schon ganz, ganz lange schuldig. Fanpakete. Ja,
Die ist schon sehr, sehr lange. Hier habe ich Bactoliden gesehen sogar noch. Also das ich schon vorher gehabt habe, bevor jetzt hier das mit den Jungs da kam. Hier, da ist es. Bactofin heißt er, von Wartner. Bactofin. Fien macht es ein bisschen wie Delfin. Bitte, da haben wir schon was drauf. So, das gucken wir eben drauf. Haben wir es mal zugeschickt. Nochmal Dankeschön, ne? Weil das ist, glaube ich, für ihn immer ganz cool. Das muss ich eh bei allen Autos machen, die ich habe. Ich habe noch eine Dose voll mit ganz vielen neuen von dem. Genau. Schön rauf damit. Guck mal, wer schmatzt. Oh. lecker, Schmacker. Ich habe schon wieder richtig an lang gegelbt. Lang gegelbt. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Das ist noch alte Lagerware von mir tatsächlich. Ich hab das auch noch neu. Aber das werden wir die Tage mal ausprobieren. Jetzt muss das alte aufgebraucht werden. So, müssen wir wieder brücken, wa? Dass es wieder angeht. Der läuft nicht, nie nimmer. Der erste Schlüssel. Der Startschlüssel halt. Der. Genau, der. Bei Trabi gibt es ja nur zwei von der Form her. Ich mach das da vorne. Gut, geht klar. Weil da haben wir den Sprit jetzt mal gerettet, dass er nicht verfällt. Weil der wird auf jeden Fall noch in seinem Leben ganz schon lange stehen, bis er wieder auf die Straße kommt. Das ist Fakt. Ist ja eher eine Wert als Wertanlage gekauft, das Auto, als Fahrauto. So, wir müssen fahren, das spritzt sich vermischt mit dem Zeug. Und das ist ganz cool. Da haben wir schon mal wenigstens was von dem hier. Ja, da haben wir den Sprit ein bisschen gerettet. Das ist halt der Nachteil bei den Dingern. Die fahren halt so nicht. Ja, ich fahr die halt nicht. Ich fahr meine ab und an mal. Halbes Ding oder was? Ja, ein halbes Mal mache ich rein beim Trabi. Darf auch beim Zweitakter, habe ich gerade noch gelesen. So, der kann da hinten. Hat ja schon ein bisschen Stellplatz. Fährt das noch nicht so richtig. Kann ich auch verstehen. Er wird auch lieber fahren. Aber gut, ich kann auch nicht alle auf einmal fahren, das geht nicht. So, auf geht's. Auf übrigens der einzige Trabi, den Marco Degenhardt immer selber gehabt hat. Dieser 1-1er hier. Der einzige, kein anderer. Aus der Historie schon ein ziemlich witziges Museumsstück, das Ding hier. So, schon bremsen. Aber die Stanze hat auch nicht schnell weggesteckt. Da läuft sehr gut der Motor. Bremsen sind nicht fest, machen keine komischen Geräusche oder irgendwas. Also gibt es hier nichts zu meckern, das ist ganz cool. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Geschichte. So. Motor aus, kann nicht stehen bleiben. So, weiter geht's. Jetzt zurück in die Halle. Die nächsten Runden. Das ist ein Zweitakter. 6-Volt-Anlage. Projekt 71. Auch der war von mir fertig gemacht worden. Hat es aber auch schon seit locker ein Jahr nicht mehr, über ein Jahr nicht mehr gelaufen. Mal gucken, ob er da Bock drauf hat, auf dieses Rüberfahren jetzt. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Bisher liefen die eigentlich alle. Und haben das immer relativ gut weggesteckt. So, ein bisschen für den gerade stellen. Damit es irgendwie passt. So. Gut, der steht. Nächste kommt daneben, dann kommt da nochmal einer daneben. Und dann kommen hier vor die anderen Fahrzeuge. So ähnlich wie hier. Nimmt ein anders gelöst tatsächlich. Bauen wir mal eine 6-Volt-Batterie ein in den 1-1er, in den 71er. Und gucken, was er davon hält, wa? Noch Sprit drauf. Und Flaktobin. Also das ist. Das Benzin müsste jetzt im Tank stehen. So stabil ist es. Perfekt. Das klingt gut. Perfekto. So muss das sein. Das höre ich doch gerne. Das ist ein geiles Auto, Alter. Guck mal, das sieht doch nicht so schön aus. Da pusten wir nochmal drauf. Ich würde sagen, soll ich einen großen Kompressor fahren oder ich fahre gleich links rum? Erstmal soll er besser laufen. Ja, Leute, haben schon mal einen großen Sprung gemacht. Das war doch nicht fair.
6 Volt, Alter. Der soll anspringen. 6 Volt Anlage, Alter. Wie viel ist noch drauf auf dem Tank? 10 Liter. Oder? 10 Liter. Also den kurzen Benzinhahn noch. Der kommt mit dem Hahn aufmachen. Muss ein bisschen warten. Das ist auf jeden Fall nicht von da. Oh, die Deckung herunter. Das ist ja ein Ding. Warte. Ich wollte die wieder reindrücken. Das ist der Klassiker. Das ist, die Deckung ist im Mittel gesteckt. Da können wir die wieder reindrücken. Wenn nicht, muss die weg. Na, dann müssen wir die weg. Oh! Guck hin und kurbeln! Oh Gott, ich krieg die Finger schon ab. So, weißt du, so eine Art. Leben mit mir ist nicht einfach. Ich wollte dich nicht umbringen. Nee, aber ja. Ohne Arme keine Kekse. Ja, ist auch wieder recht. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Hab ich doch gebaut. Der läuft. Der ist halt. Den hab ich restauriert, den Wagen. Niemand braucht es länger, um auszugehen gleich. Wieder läuft. Wieder eins. Gute Projekt 71. Auch ein schönes Auto. So, dann würde ich sagen, rüber mit ihm. Aber bisher bin ich ganz zufrieden. Also alle Kisten laufen so, fahren auch so wie sie sollen und die haben die Stanzer gut weggesteckt. Ich meine, klar, wenn jetzt nochmal 5 Jahre rumstehen, bauen die mal ein paar neue Reifen vielleicht und schon mal einen Gummikram. Aber sonst geht's, ne? Bremse geht auch bei dem hier. Ich habe das TÜV fertig gemacht, da weiß ich noch. Bremse ist auch gut da. Die Sitze, stimmt. Ah, der hat ja die alten. Genau, der hat ja die alten Sitze noch. Stimmt, hier mit der Holzverstärkung unten noch im Holzrahmen. Genau, genau der war das. Mit den Nachrüstgurken hier. Auch ein sehr originales Auto. Der hat nachher Wende auch nicht viel gesehen. Hat vorher übrigens Ingo besessen. Das war der Trabi, den Ingo hatte, vor Fiete. Tatsächlich. Nur den hat er damals das Projekt nicht fertig gekriegt, der war zu viel Arbeit. Dann habe ich ihn den abgekauft damals. Da gibt es auch ein Intro von, so mit Pokémon-Musik. Und da habe ich ihn damals geholt und habe ich den fertig gemacht. War leider damals hier videomäßig bei euch nicht so beliebt. Da habe ich aufgehört, Sachen zu restaurieren. Also es war eine Gurkenrestauration. Ich habe selber lackiert und sowas. Perfektor. Nur rauskommen. Wenn ich rauskomme, bin ich zufrieden. Dann ist alles wunderbar. Ich häng fest. Bärchen. Oh. Zieh mal auch so ein bisschen an vom Alter. Da haben wir ein paar seltene Ersatz hat er auch noch. Heckablage, eine Originale hat der. Originale alte Sitzinnerausstattung. Beifahrertür mit dem Knopf oben dran. Das sind alles so Sachen, die halt nur bei den alten Modellen vorkamen. Aber halt eine Lackierung von mir, sieht man so ein bisschen hier. Obwohl alles andere schöner geworden. Die Haube ist ein bisschen randelig. Schön. Hat sich gut gemacht. Kann man gar nicht meckern. So, der nächste bitte. Obwohl ich kann die Batterie mitnehmen von dem, wenn ich es hier drin lasse. Das ist ja wie Perlen vor der Säule. Die Batterie dann Ewigkeiten, die dann so oxidieren in der Karre hier. Und alle, wir vergessen die Existenz von der. Und dann ist das Thema erledigt. 6 Volt Batterien sind hier eng gesät. Oha, Heizung kann auch wieder ran. So. Ja, der hat ein Problem mit seiner Sicherung, den mal raus. Deswegen wollen wir jetzt nicht fahren. Es wird ein bisschen tüdelig werden. Mein Explorer nach vorne. Ja, mit der Fiete fahren. Vielleicht von den Trecker eben rausholen.
Das kann auch stecken bleiben, der Schlüssel, wenn das Fenster auf ist. Schleppen wir den Trabi hier rüber mit dem Trecker. Den Gurkentrecker will ich viel lieber machen, weil das ist so ein Thema, weil der hat keine richtige Batterie drin. Der hier ist halt immer einsatzbereit. Oh, das ist schlecht. Der Schalter hat einen Wattler. Ja, das ist ganz schlecht. Ach scheiße, hat die Batterie leer gezogen, weil der Schalter spinnt. Ach Mann. Ich würde es ja immer, ne? Dann braucht der Trecker auch Starthilfe. Super. Ich muss den Schalter da neu machen, den Zündungsschalter. Weil der fühlt das nicht so. Und immer ein Lager von einem Schalter haben. Sonst weiß ich nämlich nie. So, mal gucken, ob die noch funktioniert, die Würth. Einmal BMW-Brücken. Also Licht habe ich und Strom habe ich auch. Jo! Hat gereicht! Perfekt! So, die Ecke ist fertig. Ganz cool. Jetzt müssen wir vorne das mal aufräumen. Wenn wir ein bisschen Stellplätze über haben, kommen wir den MR2 rüber oder sowas. Mal gucken, weil dann würde ich auch wieder ein Museum führen. Dass wieder ein bisschen der Hauptbestand zusammenkommt. Und vor allem alles, was vorne steht, steht das dann so gut, dann kann man auch damit fahren. Das ist ganz cool. Weil so wie es vorher gestanden hat, kannst du vergessen. Dann kannst du gar nicht einsteigen. Da raus zu eiern. Dann darf ich das wieder einzufädeln. Voll viel Arbeit. Quack, quack. Ich fühle die Ente. Voll entifiziert. Die müssen wir mal reiten. Machen wir nächste Woche. Das Ding ist absolut geil. Ich finde die auch cool. Die schaut gut. Richtig. Vor allem diese riesen Aufbau. Absolut geil. Ja, und so die Kurvenfahrten, ja. Mit diesen hohen Aufbau. Und denkt, dann klopft man kippt immer um. Ja. So, jetzt haben wir den Staubsauger auf dem K30, wa? Einmal den Teppich absaugen. Wir saugen hier sogar unser Museum. Eine Fläche können wir wischen oder fegen. Und die anderen müssen wir saugen. Frag mich nicht, warum da eine Schnecke dran ist. Oh, das ist ein dünnes Häuschen. Sorry. Aber ich hoffe, man überlebt hat. Der Schneckenkiller, Alter. So, perfekt. Dann kommen die nämlich gleich in die Halle rein, so nach und nach. Dass wir die auch alle fahren können, so die Fahrbereitschaft. Dass sie sozusagen so rumstehen, Richtung Straße. Vor allem die ganzen Mopar-Gurken und diese Ami-Gurken, das ist ganz gut, wo die so stehen. Kann man die auch fahren. Ich fahre den Explorer jetzt ja, ne? Junge, geile Karre. So, ich feg mal eben schon die ganzen Spinnenweben von der Wand. Gordon saugt gerade, ich feg. Dass wir wieder Kisten einsortieren können. Weil der ist auch die Fahrbereiterflotte hier. Auch einer der geilsten Trabis, die ich habe, ne? Von der Optik her.
Die müssen wir immer auf die Straße bringen. Der braucht gar nicht mal so viel Arbeit. 68er. Ein kleiner DDR-Anhänger haben wir uns auch im Schussfeld. Der steht immer hinter dem Robur. Das heißt, nichts passiert, aber wenn wir den gefährden eigentlich nicht. Guck mal, den Polo eben, hier geht dann Polo und fahren auch in die große Halle. Dann steht er, glaube ich, ein bisschen besser da, als der vor uns mitten im Weg steht. Schön, dass er ein Polo ist. Mal suchen. Eben ist ja immer. Ich habe auch eine Tasche gehabt. Ich habe ihn in der Tasche. Okay, kann ich lange suchen. Vor der Explorer hat auch eine Anhängerkupplung, sehe ich gerade. Da geht dafür auch das Ding sogar Limited, Alter. Quietsch! Der Gordon immer noch von dem Entenmodus. Der muss auch weg hier. Das macht keinen Sinn, wenn der hier auf dem Hof rumoxidiert. Echt nicht. Und viel zu lange stehen lassen, das Auto. Da habe ich mehr Arbeit gemacht, als er eigentlich gewesen wäre, so ein Ding. Ein bisschen gurkig wird das schon immer so, ne? Muss ich wirklich sagen. Also da geht die ABS-Lampe jetzt immer an, wo du ein bisschen fährst damit. Und der Drehzahlmesser funktioniert nicht. Aber war sonst immer sehr zuverlässig. Ich bin ihn ja auch selber gefahren. Und hab mir eigentlich keinen Ärger gemacht. Aber hier auch nicht. Und Dampf hat er auch. Ein 4 Liter Sechszylinder ist hier drin. Sieht auch niedlich aus, ne? Fetter V6 Explorer vor kleinen DDR-Anhänger. Das ist so ein bisschen so, ich sag mal, daran sieht man halt so, wie der Unterschied sogar mal zu Ost und West so war, ne? Schon echt krass. Ich meine, mehr West ging ja eigentlich gar nicht. Das ist ja sogar noch US-West. Die nächsten Teile können nur wild werden. Auch schon nochmal jetzt mit Bockhorn, Alter. Wird so mega mäßig hart wild. Hat dieses auf einmal jetzt gerade. Das ist ja so mein Jahreshighlight. Also Oberhighlight, das ist der Ultramarkt. Immer wieder. Seitdem ich Kind bin schon. Dementsprechend umso interessanter, wenn ich da auftauche mit einem eigenen Stand. Da gibt es Ankarten, ne? Weil D-Max ist ja nicht dabei. Das heißt, ihr kriegt alles mit. Obwohl, letztes habt ihr ja auch viel mitbekommen. Also habe ich ja auch nicht viel versteckt. Guck mal, der Trabi konnte über den Rest da hinten hin. Steht nicht mal so im Weg rum. Einmal abwarten. Bin sicher nicht eher auf der Straße als an der Ecke. Explorer ist auch erfolgreich verwurstelt. Kann gleich da stehen bleiben. Dann müssen wir wieder so von vorne anfahren mit der Ding von der Optik her, weißt du? Allgemein solche Autos können besser drin stehen. Aber es geht halt nicht immer. Tines Kreisler muss zum Beispiel auch da rein. Der silberne, was wir den machen. Ja, der muss sich ja vergammeln, das ist scheiße. Hier, der kommt mit nach Bockhorn. Und wenn ich, soll ich den Bockhorn nicht verkaufen, kommt er ins Netz und währenddessen kommt er dann auch da rein. Das ist unser Auto, ich finde, muss ein Trocken stehen. Den hier würde ich gerne vorne später reinstellen in die Halle. In dem Flur. Das ist so eine meiner Ideen, so wie die Mopars vorher standen. Aber ob das klappt, das ist, wisst ihr, wie es ist. Steht in der Sterne. Aber ist jetzt egal, der kommt eh mit nach Bockhorn. Genau wie der andere Scheiß. Der braucht vorne auch einen Stellplatz, aber der kommt auch mit nach Bockhorn, aber der kriegt trotzdem. Aufgrund von Platzfindungsgründen stellen wir ihn trotzdem mal dahin. Den fährt mein Schwiegervater, den Wagen hier, das Wochenende über. Damit er umsonst draufkommt auf dem Ultramarkt. Eintrittsfrei, weißt du? Deswegen gibt es die Kiste hier. Deswegen haben alle meiner Family einen Oldtimer von mir dabei. Willst du halt auch klarkommen irgendwie. Einmal Auto 1, jetzt so weiter. Die kleinen würde ich sagen, die stellen wir in dem Winkel. Die größeren stellen wir dann flacher. Alter, frisst hier in der Maus über unseren Wartburg an. Da hat er aber auch drauf gefressen. Ja, Mann. Was ist das? Vor allem, warum? Hat die davon? Und schmeckt denn sowas? Ja, probier mal. Papier. Ein bisschen nach Scheiße von der Maus wahrscheinlich. Komm, was sagst du? Bist du zufrieden? Ein bisschen Soße bei vielleicht noch? Ja. Sag
einen Schluck vom Kochen. Warum nicht? Also ich würde als Maus was anderes fressen. Ich auch. Ganz ehrlich, das wäre... Vor allem hier in der Halle gibt es doch viel bessere Alternativen. Die sind überall irgendwo fressen gebunkert. Das war eine dumme Maus. Oh, die hat so einen Papierfetisch, kann auch sein. Das ist schon ein geiler Zaun, so Warburg. Finde ich irgendwie geil. Ich auch. So, Umbauaktion ist gelaufen, ihr seht. Hier steht hier alles in der Fahrbereitschaft. Das heißt, man könnte jetzt so mit dem losfahren, oder mit dem losfahren, oder mit dem Strich 8. Aber am ehesten mit dem Strich 8. So vom Ding her. Obwohl, die müssen wir mal machen, wie in der Bremse vorne. Später wahrscheinlich wird der getauscht werden mit dem anderen Wartburg, mit dem Kombi. Weil den wollte ich voll anmelden, denke ich. Ja, dann läuft das. Entstauben muss man ein bisschen was. Aber dann kann das laufen hier. Ist eigentlich ganz cool. Ich denke, das ist schon ordentlich. Harley steht hier auch bereit. Auch ein guter Platz für die. Will's mehr. Der Trabi steht jetzt hier. Die müssen wir auch mal machen, Alter. Das ist so ein geiles Projekt. Da hat so viel Potenzial. Ich glaube, so mit Aufbereitung und so, was man ein bisschen Liebe reinsteckt in das Auto. Und die so ein bisschen voneinander tüdelt und dann da wirklich nochmal so hier, ich sag mal, die war mal poliert und richtig sauer macht. Ich sag euch, der sieht aus wie neu. Der ist gar nicht mal so übel. Der hat auch nicht viel Rost. Lass mich mal Liebe kriegen, der Bock. Wirklich. Junge, sind Sitze im Arsch. Krass. Ich kann mal gucken, auf meiner Liste. Der aber auch hier. Ich habe vier Sachen, die auf meiner Liste sind. Das ist mir das Problem. So, jetzt fahre ich die Gurke mal eben weg. Und fahre die unter Fiete, weil dann kann ich nämlich, da habe ich den Stellplatz schon mal gespart, weil dann kann nämlich der Rohbohr raus, weil der Rohbohr ist ja auch mit nach hier, nach Bockhorn, wo wir zwei Wohnungen dabei haben. Das war eine richtige Wohnstadt haben wir am Start. Ja, und später, den hat 30, fahre wahrscheinlich später in die Halle hier rückwärts rein, damit ich dann sozusagen rausfahren kann. Aber Rohbohr hat noch Arbeit. Ich muss den Schaltknauf noch festziehen. Ich habe jetzt meinen Schaltknauf verloren, wo ich mit dem Ding gefahren bin. Nicht so richtig, aber ich habe so ein bisschen verloren. Und da sollte ich mal eben was dran machen heute noch, damit das ein bisschen besser wird. So, Choke halb raus. So springt ein Mikuni-Vergaser an. Das ist echt ganz cool. Also ich finde den Vergaser nicht verkehrt. Falls, pass auf. Kann man nicht meckern, ne? Jetzt alles drauf, was wir brauchen. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Das passt. Mhm. Hier sind mittlerweile auch noch ein paar, aber die stocken wir noch mal auf dem Weg nach Bockhorn morgen. Das geht. Kennst du das? Akkus habe ich mit. Der brauche ich nicht. Perfekt. K30 ist drin. Jetzt kommt der Gurkenkomper noch rein und der Robo raus. Klingt doof, aber ist so. Was meint ihr denn? Was hält denn der Gurkenkomper davon, dass ich ihn jetzt einfach anschmeiße? Ich meine, wir sind schon vollgeschmissen. Aber erstmal mal gucken, dass wir noch mal ein Moped da reinkriegen. Vielleicht das von Hanna. Weil hier ist ein bisschen eng, seht ihr? Scheiße, Alter, das wird echt eng. Oh. Ach ja, da war ja was. Alles gut. Er schafft's. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Wenn die Batterie nämlich tiefen laden, dass bei der Batterie auf einmal packt der Keilriemen das nicht. Die Lichtmaschine zu tüdeln. Also für Langstrecke müssen wir nochmal dabei gehen. Das ist Fakt. Jetzt auf der Tour nach Bockhorn. Ich glaube, das sind das 5 Kilometer oder so. Mag das verkraftbar sein. Ah, sind schon 10. Aber naja, ne? Mach den Braten auch nicht fett. Ich fahre den Camper mal eben tanken. Wir haben mich auf die Tankanzeige geguckt. Viel ist ja nicht mehr zu Hause. Im Tank. Wisst ihr, was ich meine? Wäre scheiße, wenn er liegen bleibt. Und der braucht auch wieder so eine, ich würde sagen, eine Woche nicht, aber 3-4 Tage brauchen wir in dem Fall jetzt so machen, dass er wieder 2 Jahre TÜV kriegt und wieder hier fahrbereit ist. Na, 30 Euro Diesel erstmal drauf. Da sind wir auch safe. Können wir auch nur was im Motor in den Tüffen laden. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Weil Solaranlage geht eigentlich ganz gut bei dem Ding. Auch wenn es so 30 Watt hat, Solarpanel hält die Batterie immer am Leben. Das ist schon gar nicht mehr schlecht. Auch beim Robo, gleiche Prinzip.
Das habe ich die Batterie eben hinten hier getrennt. Hier war zwei Batterien drin. Hier war eine Warta drin, die tiefenbeladen war. Und vorne eine nagelneue. Da muss ich gucken, ob ich noch zwei eine kriege. Ich weiß nicht, ob die hinten überlebt hat. Die hat die erst dann mitgeladen bei der anderen Warta. Aber ich sehe die mal im Lärm. Da kann ich dann mal kurz gucken auf den Solarrichter. Ob der mal anzeigt, ob die Batterie noch funktioniert oder nicht funktioniert. Weil wenn die nämlich nicht funktioniert, dann muss eine andere rein. Das ist das Problem. Mal schauen. Aber sonst vom Motorlauf ist er okay. Aber immer noch Kreuzgelenk in Arsch. Rostig ist er wieder. Und hier, ja, allgemein ein bisschen Liebe braucht er noch, ne? Weil den will ich ja gerne noch mal weiter reiten, den Camper. Der hat sich als zuverlässig erwiesen. Wisst ihr Bescheid? Batterie ist heile. Habe ich gerade gemessen. Aber ich glaube, die gibt's noch. Nö, läuft gut. Voll vergessen, dass der Fahrradträger hätte. Gordon kam gerade drauf. Du sag mal, ist doch nicht der. Ah ja, der Träger! Ja, da hätten wir hier reingeführt. Ja, fertig. Okay. Kein Los, der Scheiß. Ich hab das Ding schon oben im Bett gesehen da. Ja, ja, ich bin da reingelegen. Stopp, Alter. Ja, aber so können wir fahren morgen. So geht das. Ich meine, das ist schon. Also, naja, das ist so gemacht. Wir fahren ja nicht, ne? Eigentlich fahren wir nur ins Nachbardorf. Ja. So weit ist das jetzt nicht. Ja. Deswegen fährt der Camper ja ohne große technische Inspektion los. Weil wenn es weiter wäre, dann wären wir doch mal untergelegen. Da, weißt du, wegen. Hast du da Vertrauen? Total. Ich habe totales Vertrauen in diesen Camper, dass er auf jeden Fall irgendwann liegen bleibt wieder. Aber Bockhorn mag der wohl packen. Ja. Bockhorn sind. Letztes Jahr auch ohne Probleme gemacht. Deswegen. Alter, überall gammelt der. Ne? Guck mal hier im Scheibenrahmen. Hoho, Junge. Weil ich habe schon mal die Flex dran gehalten. Wie ist das überall schon? Muss wir die Flex dran halten. Das sind die ganzen Campers. Wenn wir den Rost stellen, einer flext, der andere pinselt. Das wird gleich hier nochmal wer wie früher. Junge, Alter. So wie immer. Aber untenrum haben wir das dafür nicht. Der ist auf einmal mit Diesel, der kann doch gar nicht gammeln. Voll praktisch. Ja, gut, das ist. Dann haben wir eben den Schaltknopf repariert vom Robo. Der war ja auch so im Arsch. Türschlauch wieder festgezogen, hat sich wieder gelöst. Ist wieder alles so funktioniert. Mal gucken, ich habe auch ein Kabel hinter dem Tacho gerade gebrückt, was abgewesen ist. Deswegen war das Kabel für den Dings. Hier für den. Für Lichtmaschine. Dass die vielleicht besser lädt. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, die schafft das einfach nicht, die großen Batterien zu laden. Solar, das da. Das Ding da. Servo wäre geil, hat er nicht. Der lädt auch, ja, aber hier drin ja nicht. Geiler Anlasser, ne? Ja! Naja. Lampe ist auf jeden Fall aus, Ladelampe. Wie es hier angefangen hat, endet es auch. Hecki, die ist hier wieder im Container unterwegs. Ich habe gerade den Teppich gerettet. Den brauche ich für meinen Robo als Unterlegteppich. Ich kann da schön Öl drauf tropfen. Guck mal, haben wir hier. Ah, viel gutes Zeug. Oh ja, Werkzeug. Neu. Ah, wir sind schon komisch. Nein, guck mal. So. Das ist gut, schon kannst du arbeiten. Alles dabei. Geil, ey, ein richtig schön hässlicher Läufer. Ja, der steht ja ganz gut, der Halle hier in der Ecke. Das ist nämlich ganz cool. Irgendwie hat hier Harry seinen Sohn hier ein Abbruchhaus und muss da alles rausholen. Da ist halt so cool, dass Kugel da Scheiß drin. Hickey hat da auch schon geguckt. Ja, Beute gemacht. Und da hinten der andere Teppich unter dem LT liegt, ist auch schon mal ganz cool. Ja, den hier haben wir vom Geburtstag über, haben wir heute abgesaugt. Der hat nochmal Zukunft, würde ich sagen. Ja, alles bereit für morgen, für Bockhorn, ne? Na gut, Freunde, würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich bin eigentlich durch so.
videotechnisch. Hat noch ein bisschen die Kisten abgeputzt, alles für Wochen ist fertig. Alle Vorbereitungen sind gelaufen. Gordon ist gerade nach Hause abgedampft, der hat Feierabend. Ich sortiere noch eben die Kennzeichen da ein, weil ich scheiße, Alter. Du kaufst eine Kiste, denkst du, kannst du online abmelden? Nee, kann ich nicht. Scheiße, zu alt. Momentan kriege ich viele Autos rein, die schon Ewigkeiten alt angemeldet sind. Und bei denen geht es halt nicht. Ich habe gerade so eine Chinasuppe gefressen. Oh, Junge, ey, wenn ich aufstoßen muss, ist nicht gut. Alter Verwalter. Ja, nach Hause fahren am Ende Striche 8, denke ich. Und wir sind wahrscheinlich dann morgen wieder. Weil morgen geht es um die Wurst. Morgen hole ich Gordon ab. Also Gordon kommt von zu Hause ab, weil er sein Schlafzeug alles mitnehmen will. Dann kommt mein Schwiegervater Jörg. Mein Vater ist momentan krank, kommt wieder gesund zum Wochenende jetzt hin. Aber die ersten Tage Bock haben, fällt Vater weg. Mal gucken, wie es so läuft. Wa? Bin sehr, sehr gespannt. Meine Frau ist aber dabei tatsächlich, sehr aktiv. Ich will ein bisschen Merchandise verkaufen und Aufkleber und so was. Also das wird der Plan. Gucken, ob es klappt. Hoffentlich. Gut, ich mache das ein bisschen zu. Ich bin nach vorne ein bisschen was tüdeln. Und wir sehen uns morgen. Munter, ne? Bis dann. Ciao.